Er macht das richtig, er treibt. Ja, da war die rechte. Aber da war vorher der Konter zum Körper. 5:3. Jetzt beide haben einen Treffer, einen Wertungspunkt gemacht. Naja, Mokretari zählt ihn nicht an, ganz klare Sache, Ausrutscher. Rechte war zu weit draußen, 5:3. Ja, muss ein bisschen mehr machen, Marco. Komm, arbeiten. Ja, ein bisschen zu sparsam mit der linken Hand. Moment. Ja, 5:5. Marco Rudolph, das wird knapp jetzt in dieser zweiten Runde. Komm, komm, er merkt es, er weiß es. Die Ecke ruft auch. Ja, da war die rechte, da war sie drin. Ja, da hätte er anzählen können, das war ein Wirkungstreffer. 6:5 für Marco Rudolph. Er muss weiterarbeiten. Nochmal die rechte. 7:5. Ja, Gott nochmal, ich habe immer Angst, dass die Punktrichter zu spät schalten oder überhaupt nicht sehen. Neben mir sitzt einer aus Ägypten. Er trifft bis jetzt, soweit ich das schielend beobachten kann, immer richtig. Nochmal, nochmal. Ah, da war die rechte nicht lang genug. Komm, Marco, komm, ruhig. Sieben zu fünf. Und noch eine Sekunde. Und das wäre gut. Klare Führung für Marco Rudolph nach zwei Runden. Da waren die beiden Trainer, der Dietmar Schnieber und auch der Bundestrainer Helmut Ranse, so ein bisschen aufgeregt. Denn jetzt kommt der Amerikaner. Der weiß, dass er hier mit zwei, drei Treffern das Ganze rumdrehen kann. Und da muss Marco Rudolph jetzt mitfighten. Muss Druck mit Gegendruck beantworten. Und er muss seine klare, seine bessere Linie behalten. Ermahnung an die amerikanische Ecke. Die schreien da rein, wie die Wilden. Hoppla, da kommt die rechte. Ja, also macht zu, clever. Doch, da war er drin, da war er drin. Jetzt 3 Punkte Vorsprung, das braucht er. Ja, 1, 2 Schläge, 3 Hände schlagen. Ermahnung, Ermahnung von Mokretari, dem Ringrichter aus Algerien. An den Amerikaner. Die linke war wieder drin, die war vorher drin. Wo bleibt die Wertung? Herrgott nochmal. Da ist sie, mit Verspätung, endlich. 9:5. Jetzt ist es eigentlich klar. Jetzt ist es klar. Er bleibt konsequent, er bleibt kontrolliert, der Marco Rudolph. Und er liegt jetzt mit 10:5 vorn. Der Amerikaner will hauen. Ja, will keilen, er will fighten. Eine andere Chance hat er nicht. Technisch, taktisch ist der Deutsche der bessere Mann. Naja, Sie wissen, liebe Zuschauer, dieser Marco Rudolph, der hat einmal in Sydney Oscar de la Hoya geschlagen und hat einmal in Barcelona bei Olympia gegen Oscar de la Hoya, den jetzigen Profi-Weltmeister im Leichtgewicht, nur knapp verloren. Er weiß etwas vom Boxen. Das braucht er nur umsetzen, er braucht sich nur zu erinnern. Ja, Rangelei, er macht zu, er versucht Zeit zu gewinnen, ganz klare Sache. Das ist der Unterschied zwischen einem, der keinen Pfennig in der Tasche hat, auf der Straße ist und nichts verlieren kann. Und der andere, der hat in der Tasche, naja, so ein paar dicke Scheine, die hat er nämlich jetzt schon drin. Der Marco Rudolph, der da liegt vorn, der kann etwas verlieren, der andere nicht mehr. Also, kommt er an und nimmt alles Risiko. Ja,
kein Risiko mehr. Die letzten Sekunden. Und dann hat die Deutsche Welle ihre Fortsetzung gefunden. Wieder ein Erfolg. Und er bestätigt seine Favoritenstellung. Marc Rudolf gewinnt also mit 10-5 Wertungspunkten. Feine Sache, klare Sache, gute Sache. Hasseröder Premium Pilsner präsentierte Ihnen exklusiv die Box-WM in Berlin.